Die obere Ausstellung ist und die mittlere Ausstellung der Marc und der Stefan Weibel sind Künstler, die ich vertrete, die ich auch international vertrete, die ich auch schon in der Galerie gezeigt habe, die eben von der Galerie sozusagen präsentiert und repräsentiert werden. Und in der unteren Ausstellung, die Gruppenausstellung Puzzled Room, das sind die Künstler der Gewinner des Roten Teppichs von 2011, die in einer Gruppenausstellung sozusagen als Jahresrückblicksausstellung gezeigt werden, wo die vier Gewinner sozusagen in einer Gruppenausstellung gezeigt werden, wo sie ihre Sachen und Werke noch einmal zeigen können, als Abschluss, Jahresabschluss sozusagen. Das Ausbrechen, das wie dieses Bild da von dieser Maria, von diesem Frauenbild, von dem verfestigten katholischen Frauenbild, oder andere Arbeiten, der Versuch auszubrechen, wie das Tauchen. Sie versucht immer dann von einem Ort runter weg zu tauchen und dann wieder, aber sie kommt nicht weg. Ja, ich bin ein Mann und darum, ich denke, also der Mann hat ja die Gabe, schon früh Frauen zu beobachten, weil das ist nötig, weil sonst bekommen wir keine Frauen ab. Also man muss irgendwie Frauen verstehen. Oder? Und darum beobachte ich auch gerne Frauen und dann sehe ich sie auch in den Rollen, wo natürlich auch die Männer logischerweise das auch so machen, dass die Frauen in dieser Rolle sind. Oder, aber ja, es ist auch die Beobachtung von Frauen, dann komme ich auf solche Ideen. Also jetzt zum Beispiel diese Nature Machine ist für mich zum Beispiel ganz interessant zu sehen, wie die Leute es betrachten, oder? Und in so einer Faszination verfallen oder gerade drüben beim Feld irgendwie so emotional quasi fast so etwas Ähnliches erleben oder das quasi ähnlich, das Gefühl ist quasi von dem, wie wenn man jetzt sonst ein Feld einfach anschauen würde. Oder? Und in Wirklichkeit ist es ja aber eigentlich einfach Eisen, Draht, fluoreszierende Farbe, oder? Und das Ganze täuscht uns quasi, eigentlich eine Natur vor, oder? Trotzdem empfinden wir das quasi, oder? Also das, worauf ich hinaus will, ist eigentlich das, dass wir uns, also dass wir eigentlich wahrscheinlich gar keinen richtigen Begriff mehr für Natur haben. Beschäftigen wir eigentlich nicht mit dem Thema Natur in dem Sinn, sondern mit dem Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Natur. Also, das habe ich in anderen Werken, eben Alpenwarrior und früher in der Ölmalerei auch gemacht. Also das ist eigentlich das Thema, das mich beschäftigt. Also dieses Spannungsfeld zwischen Natur und Gesellschaft. Also wir kämpfen darum, dass Kunst sehr viel Platz hat in der Politik und ich muss ganz ehrlich sagen, in Wien hat Kunst und Kultur einen ganz, ganz großen Stellenwert. Wir merken, dass Kunst und Kultur einer der wesentlichen Faktoren des Standortes Wien ist. Wenn man überlegt, dass 70% aller Touristinnen und Touristen, die nach Wien kommen, angeben, sie kommen der Kunst und Kultur wegen, dann ist das überzeugend. Und wenn 50% aller Berichte über Wien in der ganzen Welt, in Medien, Zeitungen, Fernsehen und in Filmen, das Thema Kunst und Kultur behandeln, dann glaube ich, ist unbestritten, dass Kunst und Kultur in Wien einen ganz hohen Stellenwert hat. Arbeit insgesamt heißt Inflatable Gentlemans und es geht wie sehr oft in meiner Arbeit um Männerbilder und um Identität und Konstruktion von Männlichkeit. Gleichzeitig habe ich einen Turn zu altmeisterlichen Malereien gemacht und habe das versucht neu zu interpretieren und quasi ein bisschen einen Twist, aber trotzdem mit Humor das hineinzubekommen. Ich lebe gerade in Berlin und verbringe sehr viel Zeit im Nachtleben, wenn ich nicht male. Und habe ein sehr luxuriöses Leben, weil ich einfach mich nur auf die Kunst konzentrieren kann im Moment. Und das fließt, glaube ich, sehr ein, also Nachtleben an sich.
dann habe ich sie am Tisch liegen gehabt und bis ich mal mich getraut habe, die so anzugreifen. Ich habe die unter die Lupe angeschaut und im Mikroskop, die haben wahnsinnig viele Härchen. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das, wie soll ich mich jemals überwinden? Und dann ist es aber immer leichter gegangen und das war eigentlich so ein Prozess und bis es dann wirklich ganz normal war, diese Teile anzugreifen. Aber dann ist schon wieder der nächste Schritt gekommen, ich muss die jetzt auseinandernehmen. Ich nehme die auseinander, schneide die Beine ab, reiße die Flügel aus und dann ist eben so diese Frage, kommt, darf man das überhaupt? Ist das nicht irgendwie so Leichenschinderei? Bis auch das dann irgendwie immer normaler geworden ist. Bäume, die ich da abbilde, haben kein Vorbild. Also ich versuche aus verschiedenen Räumen durch Recherche einen Raum wieder zusammenzubauen, der erkennbar ist als das, was er ist, also als Korridor, möglicherweise in dem Fall von einem Krankenhaus, und möchte damit Erinnerungsbilder provozieren beim Betrachter. Also das ist die Arbeit, die man hier sieht, ist eigentlich ein Ausschnitt aus einer Rauminstallation. Das war mein Diplom heuer, im Frühjahr war das, im Januar. Und daneben sieht man ein Video dieser Raumarbeit. Das war von diesem Körper ausgehend, den man hier sieht auf dem Bild, waren Bänder in den ganzen Raum gespannt. Und die waren so gespannt, dass man das Gefühl hatte, es entsteht ein Raum im Raum, ja, also entlang der Wände und Böden und der Decke. Und so konnte der Betrachter sozusagen diese Arbeit auch betreten. Und was man hier sieht, ist eine Dokumentation dieser Installation. Also man kann es nicht nachfühlen richtig, aber man kann sich vorstellen, in welchem Kontext die Arbeit war.